bin ich wieder mit einem neuen Paket. Und das ist diesmal ganz schön dick. Ich durfte mir bei Everyday eDeals was aussuchen. Und da durfte ich mir einiges aussuchen. Und das hat mich riesig gefreut. Da habe ich das erste Mal was aussuchen dürfen. Und das Paket ist dick, fett, oh, dick. Und ich habe mir, wartet, fünf verschiedene Teile ausgesucht. Da sind, wartet, zwei Bilder drin. Ein was anderes zum Painten. Dann etwas, was ich in Kleinformat habe, aber auf eine billigere Variante. Und einen Stift mit Beleuchtung. Aber keinen Stift mit Beleuchtung, wo man hinten drauf drückt, so wie der hier. Den habe ich ja schon. Nein, ich habe einen anderen Stift, den ich unbedingt, unbedingt, unbedingt ausprobieren muss. Weil ich echt gespannt bin, wie das funktioniert. Der hat nämlich eine Schnur. Aber auch nicht der Stift mit Schnur, mit der Schnur, sondern mit so einer geringelten Schnur. Das hier. Ja. Ich bin gespannt, ob das. Nee, das ist er nicht. Naja, wir gucken uns das gemeinsam an. Mit meiner kleinen Minischere. Ich bin aufgeregt. Ich habe mal wieder ein Bild. Da habe ich schon zwei ähnliche gemacht und bin total gespannt, wie das diesmal aussieht. Guck mal. Oh je, da ist das kaputt. Wir machen erstmal das. Oh je, oh je, oh je. Schaut mal. Das ist das, was ich meinte mit. Da habe ich mal was anderes ausgesucht. Das ist eine Lampe. Ja. Aber die scheint ganz zu sein. Ja gut, das ist so ein Karton. Der hat nicht viel Halt. Aber sieht mal, das sieht man, wie das geht. Was da drinne ist. Wie man es aufnimmt, wie man es paintet und dann hinten, wie man die Schnur, das Kabel. Mit Batterie. Ja, mal sehen. Toolkit mit Zipptütchen. Hier kommen die Batterien rein. Das sind zwei normale Batterien. Oh oh. Wiesel. Ah. Das sind die Lampen. Die Birnen, die hier durchkommen. Ist die Kabellage. Ah, jetzt verstehe ich. Ah, Da kann ich mir das mal irgendwo reinstecken und mitnehmen. Hier kommen dann die Lämpchen durch und dann setzt er den Bubbel hier drauf. Ah, schlau. Machen wir. Ich habe ja nämlich Batterien noch liegen. Habe ja erst das andere Video noch abgedreht. Gleich mal gucken, ob das funktioniert. Aber ich bin echt. Dadurch, dass die Verpackung so aussah jetzt, dachte ich, oh Gott. Aber es ist alles heile. Huch! Ich dachte, die falsche Batterie. Nee. Spaß mal rum. Es leuchtet. Soll ich hier rein durchstecken? Das wird toll. Das, meine Lieben, das kriegt man auch schon wieder hin. Das zeige ich euch nochmal in dem Video. Wenn das fertig ist. Ja, da freue ich mich schon drauf. Die hatten das hier so, ja? Damit man die Scheibe hochkriegt. Und dann kann man das so hinstellen. Ist doch cool, oder? Als kleines Lämpchen. Und das ist ein Eiffelturm. Ach nee. Ich denke die ganze Zeit an meinen Eiffelturm, weil ich doch einen Wald habe mit dem Eiffelturm. Leuchtturm. Meine jüngere Tochter liebt doch Leuchttürme. Das Gerät. Eine LED-Nachtlampe ist das und hat gekostet 10,14 Dollar. So, hier haben wir Strassstäubchen. Aber nicht alle. Und Teile sehe ich gerade. Aber ohne den Zimmer. Aber hier, ach, das sind gar. Oh, das ist ja eine tolle Mischung. Schaut mal, das weiß ist ein AB-Stein, aber das seht ihr gar nicht richtig. Aber das Gelbe seht ihr, dass es ein AB-Stein ist. Rot ist normaler Stein. Und dann gibt's Steine. Das sind silberne Steine. So, ne? Und jetzt haben wir hier Strasssteine.
Grün, viel Grüntöne. Ein wunderschönes Blau. Violett. Transparent. Blau. Nochmal blau. Nochmal blau. Und hier sind noch ein paar Größe. Oh, schön. Ah ja, das wird interessant, das Bild. Das wird interessant. Oh, guck mal, ich habe die Schlange gleich wieder zusammengekriegt. Jetzt schwingt mein Fokus wieder verrückt. Tun wir den mal automatisch. Schön, oder? Oh ja, das gefällt mir. Das dauert bestimmt nicht lange. Erst mal irgendwie mir irgendwie in ein Heft legen oder in mein Buch. Die Platte. Dann nehme ich die mal wo mit hin, wo ich mal painten kann. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele sind es denn? Habt ihr das gesehen? Hier haben wir eine 15. Das wird wohl. Ja, das sind die größeren. Seht ihr das? Die 15 hier. Und die 15 war der letzte. Also sind es 15 Farben. Passt natürlich nicht in meine 12er Box. Das 12er? Ja. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ja, das kann man ja auch die nehmen. Was hat man gesagt? 15 nimmst du 4 solche. Pack es mit ein. In der Meshtasche. Wenn du A4 Meshtasche nimmst. Ach, A3 Meshtasche. Mann. A5 Meshtasche. Passt das ja auch mit rein. Wenn man das jetzt reinlegt, passt. Dann die Steine dazu, Stift dazu, Wachs dazu, fertig. Extra Stift vielleicht für die größeren. Perfekt. Das ist doch mal glatt gemacht. Und wenn man es dann zusammenbastelt, dann nehme ich euch mit. Wollen wir das so machen? Ja. So machen wir das. So. Eins erledigt. Da ist er. Ah, oh, dieser Schwert. Die habe ich schon in. So. Ja. Aber die ist so aus Plastik, so einem dünnen Plastik. Katastrophe. Und da habe ich jetzt eine richtige Walze. Krass. Oh, wow. Die ist richtig hart. Das gefällt mir aber sehr gut. Na schön, halt nicht. Mal was anderes. So, jetzt der Stift oder jetzt Bild. Wir hatten jetzt was zum Painten. Jetzt hatten wir was anderes. Ach so, die Walze. Gummiwalzrolle. Kostet 4,99. Dann nehmen wir jetzt ein Bild. Ich habe zwei Bilder. Sehe ich das irgendwie, was ist? Ich möchte euch erst das. Ach, ich gucke jetzt rein. Was haben wir jetzt hier? Ich habe mal zwei Bilder. Die hatte ich noch gar nicht so. Ich habe mir ausgesucht. Bin ich echt gespannt. Bin ich neugierig. Ja, dann machen wir das. Bin ich gespannt, weil das so anders aussieht. Oh, das ist ganz schön geknickert. Schaut mal. Nee. Also das habe ich definitiv nicht bestellt. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ach. Jetzt verstehe ich das. Warte, schau mal das andere rein. Wenn das ist, was ich noch bestellt habe, dann verstehe ich das jetzt. Ah, alles klar. Ich erzähle es euch gleich. Ich habe gedacht, naja, egal. Ja, also passt auf. Ich habe für 3,99 ein Mystery-Bild bestellt bei Everyday Deals. Und anscheinend kommt da kein Mystery-Bild, so wie wir das kennen, sondern es kommt einfach ein Bild geschickt. So, wie es jetzt aussieht. Heißt das wahrscheinlich, es kommt was geschickt, was ich nicht weiß, was es ist, aber ich sehe es schon. Und, sagen wir mal so. Der Spaß war es wert. Nochmal würde ich es nicht machen. Weil ich eigentlich gedacht habe, ich kriege ein Mystery-Bild geschickt. Und guck mal, das ist so geknickert. Das gefällt mir gar nicht. Ja, ich weiß, ich kann das dann.
Unter die Bücher legen. Bücher habe ich ja genug. Dasselbe bei mir jetzt im Haushalt, kein Problem. Aber trotzdem. Das war noch viel. Also ihr seht, normales Toolkit im großen Zipfel. Steine. Angegeben mit 30x30. Das weiß ich auch, das habe ich so bestellt. Mystery Bit 30x30. Es ist 24,6x24,6. Wir haben 19 Farben. Wir haben viel Weiß, die 38,65. Was mich jetzt total irritiert ist, wir haben hier alles weiß und die Haare auch. Aber hier haben wir noch so ein paar Umrandungen. Naja, also, ja, das ist die Böse von Ariel. Liege ich da richtig? Ich würde jetzt einfach mal so sagen. Dann haben wir den hier den öffnen. Also, wir haben. Was hatte ich gesagt? 19 Farben. Wir haben Blautöne mit Weiß. Nein, wir haben runde Acrylsteine. Zweimal blau, schöner, das wird jetzt 210 sein, genau. Grau, beige, braun, lila, so lila-grau, viel weiß. Welches Weiß ist das? Und beige, schöner. Steine. Jetzt macht er so, da seht ihr die Steine mal. So, also eigentlich so weit alt. Jo. Ah, ihr merkt das schon mal, so richtig begeistert bin ich nicht. Nee, aber ja, das war ein Mystery-Bild. Wenn ich jetzt ein Mystery-Bild so wie ich gedacht hätte und hätte gepaintet, ohne dass ich wüsste, was es ist, ja, dann hätte mir das auch nicht zugesagt. Aber ich habe es noch nie bestellt, ein Mystery-Bild. Und ich bin jetzt ganz stolz auf mich, dass ich mich da getraut habe. Klebkraft ist top. Also, ja. Das wird jetzt nicht gleich gepaintet. Das muss ich erstmal auslegen. Und auch ansonsten, ich teile den irgendeiner meiner Kids, möchte es gleich machen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. So, jetzt haben wir das eine. Wohin? So. Jetzt machen wir nicht das andere mit, sondern den schaut mal. Mit Lampe zum Hinstellen. Das ist dieser Kringel. Die Kringelschnur. Und die Kringelschnur kenne ich von so von Kulis, wenn man da irgendwo ist und nicht mal den Kuli nicht klaut, haben die den doch schon wo angebunden oder so. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das bei. Aber guck mal, das ist ganz. Es ist ganz. Kann man sogar festkleben. Coole Sache. Und der soll leuchten. Was soll denn der leuchten? Wie geil ist das denn? Das ist ja Hammer. Nur durch das Rausziehen? Ist ja geil. Oh, entschuldigt. Geil sagt man nicht. Hä, wie hab ich... Ah. Das ist ja mega. Der hat auch... Oh. Ne, macht er nicht. Ne, macht er nicht. Der hat, es wackelt alles hier. Der ganz dünne Wände bloß, das ist gut. Und da hast du dann die kleine Lampe hier stehen und kannst hier painten. Das ist doch Hammer, oder? Ist ja cool. Zack, musst du richtig wieder reinstecken. Also, wenn es denn geht. Jawohl, ha! Und die Schnur lässt sich auch schön ziehen. Wenn sie hier hinstellt, doch, den kann man schön ziehen. Wenn sie natürlich festklebt und er ist fest, kannst du den schön ziehen, ohne dass er sich weiter bewegt. Das ist echt Hammer. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man da auch die Batterie wechseln? Aber das fürchte ich, wird nicht gehen. Kann man das hier aufmachen? Irgendwie sieht das aus, wie aufmachen kann. Naja, wollen wir mal so sagen. Ich werde den Stift nicht aufmachen,
solange der geht. Mein Mann wird sicherlich, wenn der Stift nicht mehr geht, den Stift aufmachen, um zu wissen, ob das geht. Aber ich probiere es jetzt gar nicht erst. Also es ist schon eine coole Angelegenheit, ja. Wenn das ist auch ein Gag im Büro, oder? Stell den da so hin und sage so, hier, bitte unterschreiben. Sag draußen, oh, Geilomat, ey. Das ist doch mal cool. Ich weiß halt nicht. Ach nee, ich traue mich nicht. Das, ja. Weil hier nämlich, wenn ihr das seht, das seht ihr, das seht das nicht, jetzt seht ihr das, jetzt seht das. Der Kreis geht nur hier rum. Vermute ich vielleicht, dass man das doch abmachen kann. So, irgendwie vielleicht. Naja, mein Mann wird es erkunden. Es geht schon manchmal schwere Schreien, muss ich schon sagen. Aber ich immer nicht in die Mitte treffe, Herr Alessler. Naja, kein Zielwasser drum. So, und jetzt habe ich noch ein Bild. Und ihr seid schon wieder nicht klar hier. Tut mir leid. Ach ja. Da hat sich zwei was zusammengetan. Ich habe es jetzt schon mal irgendwo gesehen. Das will ich so gucken. Das ist auch so gebogen. Weiß aber nicht, bei wem es war. Irgendeine. Ich bin schon wieder traurig. Guck durch das an. Bestimmt durch die Walze oder so. Keine Ahnung. Ich habe mir mal wieder einen Eiffelturm bestellen. Oh, schaut mal, das habe ich auch noch nicht gesehen. Da ist eine Schere dran, was du den Rand abschneiden sollst. Das ist ja mal mega. Ich habe einen Eiffelturm. Und das ist das Vorschaubild, was nicht leuchtet. So. Wir haben einen guten Druck, seht ihr das? Ah, jetzt will ich das auch nicht. Schaut mal. Das hat extra einen Rand. Und der klebt ganz wenig. Das ist auch Hammer. So, jetzt gucken wir mal hier. Schaut ihr da? Die 1 ist die 5200 YG. Das ist das die Farbe, die läuft. Toolkit? Mit Zipptüten, ihr klopft schon wieder eine Spur hier. Das hat doch noch gewackelt. Mist, tut mir leid. Jetzt ist der Wurm drin. Da ist er. Da leuchtet Farbe. Mit einem Stück Blau. Wartet mal, ich probier's mal. Ich würde das mal kurz anleuchten. Der sieht irgendwie so unnatürlich aus, oder? Viel schwarz. Die 3 ist die 310. Die haben wir hier überall. Und hier überall. Und dann kommt das N. Und das N ist die 939. Was haben wir noch? Das F. 823. Das sind ja die typischen dunklen Farben. Und das A ist 791. Oh, ist out. Die leuchten. Toll. So, und das ist die 1. Die 1 besteht komplett aus dem Eiffelturm. Ja, wartet. Wird wieder klar. Hier überall das Weiß ist alles die 1. Auch hier in den Lampen. Hier unten sind ohne vereinzelte. Und dann bis hoch. Alles, was da weiß ist. So, und ansonsten haben wir ein schönes, knalliges Gelb. Wir haben 310, 3x310. Schönes, dunkles Violett. Die 505 ist das. Ganz zartes Glieder, mal ein bisschen rot. Das ist 666, jawohl. Ein schönes Orange. Dann haben wir noch ein paar dunklere Blautöne. Dann kommt Grün. Hier haben wir die 823, oder? Ne, 933. Dann nochmal zwei schöne Blautöne und Violett dazu. Blau. Türkis. Also, alles in allem tolle Farben. Eigentlich ein schönes, buntes Bild, wenn man es so nimmt. Ne? Ja. Also,
Everyday Ideals. Vielen, vielen Dank. Erst dachte ich ja, oh je, die Lampe ist kaputt. Nein, sie ist ganz. Auch dafür vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, sowas zu bestellen. Das Mystery-Bild, gut, hätte ich vielleicht besser lesen sollen oder keine Ahnung. Jedenfalls, es war ja ein Mystery-Bild, ich wusste nicht, was kommt. Und dass ich das jetzt painten kann, dass ich was ich sehe, also dass ich sehe, was ich painte, ist halt jetzt der Unterschied. Bei der Lampen, bei dem Lampenstift dachte ich erst, hier kommen Batterien rein, hier sind keine Batterien drin. Achso, ich habe das vergessen. Wir müssen noch messen. Wir messen noch. Also wir haben 30 mal 40. Ich messe jetzt erstmal. Das Bild ist 35,7 mal 26,8. Aber das ist ganz schön groß. Wartet mal. Nee, doch nicht. 35,7. Aber das Bild, was ich painte, die gepaintete Fläche, wartet mal, ist 35,1. Nee, war das schwarz? Quatsch. 34,7 mal 24,7. Genau, also ja, etwas geschrumpft. So, dann haben wir hier zwei tolle Bilder. Was ist denn das Toolkit? Ah, hier. Was ist das? Nee, so. Aber egal. Dann haben wir die schöne Walze. Den tollen Stift. Die Lampe. Das kann ja alles drauf. So, ihr Lieben. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, die Lampe, die werde ich painten oder je nachdem, das entscheide ich noch, ob man das zusammen macht, aber das wird dann zu lange. Aber beim Zusammenbauen und Anmachen, da nehme ich euch mit. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und lasst mir einen Daumen oben da. Ich liebe eure Kommentare. Ich freue mich über jedes Kommentar. Ich bin so froh, dass ich so eine tolle Community habe. Ihr seid so tolle Menschen. Nicht nur hier bei YouTube, sondern auch bei Facebook. Ich bin euch so dankbar. Ihr wisst, was ich meine. Diejenigen wissen, was ich meine. Ich sage einfach mal Danke. Die immer gut zureden und gut zusprechen. Vielen Dank. In manchen Situationen tut das gut, dass da jemand zuhört, liest, wie auch immer. Ich danke euch dafür. So, genug. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da und einen Kommentar. Und vielen Dank für die wachsenden Abonnenten. Immer so. Ich freue mich, wenn ihr auch abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und denkt dabei an die Glocke, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder halt eine gute Nacht. Und dann bis bald. Tschüss.